Opa, erzähl uns eine Gute-Nacht-Geschichte. Oh ja. Also Kinder, eine Gute-Nacht-Geschichte. Da lasst uns mal überlegen. Gestern haben wir den Froschkönig gehört. Und davor haben wir das Schneewittchen gehabt. Und davor haben wir gehabt das Rotkäppchen und den Wolf. Und dann haben wir noch den Wolf und die sieben Geißlein gehabt. Jetzt kenne ich keine Geschichte mehr. Dann erzähl uns doch einfach, wie es war, als du noch ein kleiner Junge warst. Soll ich aus meiner Jugend etwas erzählen? Das mache ich gern für euch. Unser kleiner Daniel. Ihm steht bestimmt eine große Zukunft bevor. Demnächst in Libanon ziehen. Ich bin so stolz auf dich, mein Sohn Daniel. Erst den Bachelor in Philosophie in Harvard und dann den Doktor in Philosophie in Oxford. Ja, ich wusste ja schon, seit ich 11 Jahre alt bin, was ich werden wollte. Ach, wäre das so schön, wenn dein Vater hier wäre. Das stimmt. Was hast du denn da geschrieben? Ich habe ein Buch über den Darwinismus habe ich geschrieben. Was ist denn das? Der Darwinismus, das darf ich euch mal ganz eben kurz erklären, hat einen Leitsatz und da steht drin, the survival of the fittest. Und da steht drin, dass der Stärkste überlebt und der Schwächere wird selektiert. Das heißt, er wird irgendwie aussterben. Ja, und über diese natürliche Selektion erklärt man den Ursprung der Arten. Okay, erzähl uns lieber etwas Spannenderes. So, was ist denn Ihre Frage? Also, Professor Dennett, Sie sind doch Mitglied bei den Prides. Und da ja bald die Klausur ansteht, würden wir von Ihnen gerne nochmal wissen, was genau die Prides glauben. Aha, da haben wir in der letzten Stunde wenig gut aufgepasst. Aber nun, ich erkläre es gerne nochmal. Prides sind Menschen mit einem naturalistischen Weltbild, welches also frei von übernatürlichen Elementen ist. Wir glauben also weder an Geister, noch an den Osterhasen oder eben an Gott. Vielen Dank. Ihnen noch einen schönen Tag dann. Oh, da ist ja jemand müde. Da glaube ich, den Rest der Geschichte erzähle ich euch morgen. Und ihr könnt jetzt ins Bett gehen. Gute Nacht, Gute Nacht, ihr Kinder.